wunderschönen Freunde der Sonne hier aus Panama. Heute geht's auf die Hochzeit von Julio. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir hier in Panama sind. Und wie immer sind wir super schlecht in der Zeit. Chingling ist gerade noch ganz schnell in die Mall geflitzt, damit wir das Geschenk einpacken. Ich bin gerade dabei, mich fix fertig zu machen, denn eigentlich müssen wir in 15 Minuten los. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen, denn um 15 Uhr beginnt die Messe in der Kirche. Warum wir auch eigentlich so spät dran sind, liegt daran, dass ich mir heute noch ein Kleid kaufen musste. Denn gestern habe ich die Info bekommen, dass ich ein langes Kleid trage. Muss. Es darf nicht weiß, es darf nicht rot, es darf nicht schwarz sein. Ja. Ich habe hier einfach nichts gefunden. Wirklich, alles, was mir gefallen hat, war kurz. Ihr kennt Sabibo. Alles war kurz. Oder es war rot, oder es war weiß, oder es war schwarz. Deswegen hatte ich mega Probleme, habe aber dann einen wunderschönen gelben Jumpsuit geholt. Den zeige ich euch einmal. Das werde ich gleich tragen. Ich zeige es euch gleich. Und ja, ich muss mich auf jeden Fall sehr schnell beeilen, denn ich muss hier jetzt erstmal dieses Hemd bügeln und ich melde mich gleich. Bis gleich. So, Chingling ist wieder zurück, muss ich schon anziehen. Schatz, wann müssen wir da sein? In 5 Minuten geht die Zeremonie los. Dann habe ich gebügelt, aber schaut mal, hier ist ein Fleck. Ich habe es versucht rauszumachen, aber wenn du den Blazer anziehst, wird das nicht mehr zu sehen sein. Krawatte um. Leute, das ist übrigens mein Outfit, schaut mal. Sieht echt ganz fresh aus. Ich freue mich voll. Ne? Du hast auch einen Fleck hier drin. Oh, ehrlich? War ein Spaß. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich nicht weiß, wie man eine Krawatte schnürt? Ich scheinbar auch nicht. Ich wollte gerade noch Mutti schreiben, dass sie mir bitte Schritt für Schritt eine Anleitung schickt, damit easy, ich das gebacken bekomme. Ich muss den nur kürzer machen. So, zack, hier rum. Zack, easy. Yeah. Ich als Social Media Influencer macht das jeden Tag, bevor ich ins Office gehe. Mann, ich feiere diese gelbe Farbe voll. Das sieht richtig gut aus. Ich freue mich gerade richtig einen Keks, weil ich einfach heute so verzweifelt war. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich ziehe übrigens diese Schuhe an. Ich werde sterben, weil ich auf hohen Schuhen nicht laufen kann. Das ist meine Tasche. Noch nie getragen, einmal für eine Premiere gekauft und jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, diese wunderschöne Tasche zu tragen. Die Frage ist, ob du es diesmal schaffst, diese Tasche zu tragen, weil noch sind wir nicht da. Haut euch diesen freshen Typen an. Baby, bist du Mafiosi oder was? Ja, ich bin der Bräutigam heute. Das sieht richtig gut aus. Das musst du öfters tragen. Okay, Kamera hast du. Zimmerkarte hast du. Hab ich nicht. Das Geschenk. Ah, scheiß aufs Geschenk. Das passt übrigens zu meinem Outfit, das Geschenk. Und wir sind übrigens jetzt schon 5 Minuten zu spät. Und noch nie mal losgefahren. Hast du Zimmerkarte? Hab ich. Handy? Hab ich. Okay. Geld, Trinkgeld. Liebe Freunde, wir befinden uns jetzt in einem Privatfahrzeug einer Person, die wir gerade mitten auf der Straße getroffen haben. Und wir waren nur verzweifelt auf der Suche nach einem Taxi und dann hat er gesagt, ah, kein Ding, ich fahr euch kurz vorbei. Ich weiß ganz genau, wo ihr hin müsst. Das ist übrigens das Geschenk, was Julio bekommen wird. Was du gerade noch so schön eingepackt hast, weil ich habe das in der Anmoderation erzählt. Hast du, ja. Ja gut, ich habe das ja nicht wirklich eingepackt, ich habe mir helfen lassen. Er bekommt, ja, traditionell deutsche, speziell sagen wir für Ausländer sehr gefühlt traditionell deutsche Bierkrüge und zwar in Schuhform. Die Boots sind ja super bekannt geworden durch den Film Eurotrip. Da bin ich mal gespannt, die werden die feiern, ne? Die werden heute Abend bestimmt das ein oder andere Mal gefüllt. Ich bin irgendwie aufgeregt. So, dann versuchen wir mal nicht allzu spät anzukommen. Let's go. Na, wir sind jetzt schon 20 Minuten zu spät. Wir sind in der Kirche, was sehr ersichtlich ist, aber was nicht ersichtlich ist, dass wir es zeitlich geschafft haben, liebe Freunde. Wir wussten, dass die Messe ein bisschen später anfängt. Latinos halt. Und die warten hier einfach seit einer halben Stunde schon. Das sind übrigens unsere Freunde. Chingli hat erstmal noch VIP-Plätze geklärt, weil die ganz hinten saßen. Und jetzt sind wir fast ganz vorne, haben einen richtig geilen View. Ich habe extra hier den Platz reserviert, genau an der Seite, damit ich auch direkt Julio und Chingli hier vorbeilaufen. Dann mit den Blumen bewerfen kann. Nein, Quatsch, aber ich werde einen perfekten Filmplatz haben. Ich freue mich schon richtig gut aufgeregt. Gleich geht es los. You seem very excited. Yeah. Everyone looks so beautiful. Oh, yeah, schreibt mal in die Kommentare, wie hübsch die sind. Especially James in the background. Ich glaube, ich bin die Einzige in Gelb. Ich habe nur so ein kleines Blumenmädchen gesehen, die hier so im Gelb. Und du bist auf jeden Fall auch der Einzige mit Hut. Thank you.
in the party? Happens in the party. What happens in Panama? Stays in Panama. Rapapapapapa. Latino rumba rumba. Alter, so, nach dieser Hochzeit, Freunde, darf kein Mensch mehr heiraten. Habe ich auch richtig Lust bekommen. Zu heiraten? Ja! Ein Latino zu heiraten. Yo! Nein, das war mega nice. Der Mix zwischen der asiatischen Zeremonie und den latinoamerikanischen, kubanischen, nicht kubanisch, panamesischen Traditionen, das war so übertrieben. Es war einfach die heftigste Hochzeit aller Zeiten. Julio, wirklich, auch wenn du das siehst, ich weiß, du wirst es nicht verstehen, aber vielleicht gibst du das bei Google Translator ein. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, und Cindy, ey, ihr zwei, ihr passt auch richtig gut zusammen, ihr seid ein wunderschönes Paar. Ja, und ihr habt so da hübsch eine Party hingelegt, das ist unglaublich. Ich meine, ich war mit Julio und der ganzen Gang damals auf einigen Latino-Partys und man weiß schon, wo bei euch das Temperament hängt. Ey, ihr seid verrückt. Heftig, Leute, wirklich. Ihr habt das ja in den Impressionen gesehen, das wurde wirklich eine alles gedacht. Nicht nur die Location war heftig, also die Kirche, wunderschön, ihr Kleid sowieso, Traum, Brautjungfern. Nicht mal eben so ein paar, nein. Wie viele Brautjungfern hatte sie? 10? Das war übertrieben. Alle sahen so wunderhübsch aus, diese ganzen Latinas. Du dachtest, du bist bei Germany's Next Topmodel. Und mein Highlight noch ganz kurz. Auf dem Mädchenklo gab es wirklich alles. Von Tampons, Binden, Haarspray, Haarschaum, Cremes, Spangen, solche Nadeln und mein Highlight, Flipflops. Für jeden, es gab für alle wirklich einen Korb mit hübschen, nicht mal so schäbige Flipflops. Hübsche Flipflops! Aber leider die hübschen gab es nicht mehr in meiner Größe. Deswegen, ich habe so ganz schlichte abbekommen. Aber trotzdem, schlichte schwarze Flipflops, man kann echt nicht meckern. Es wurde wirklich an alles gedacht. Ich habe geheult in der Kirche plus bei dem Tanz. Die haben einfach mal zu Ed Sheeran getanzt. Ed Sheeran war auch da, hat keiner gesehen. Nicht. Aber wie heißt das Lied von Ed Sheeran? Perfect? Mhm. Ja. Und dann kamen so Blütenblätter runter. Das war einfach so kitschig, aber Film so schön. Ich habe so geheult. Diese ganze, ihr habt vielleicht in meiner Insta-Story gesehen. Einmal hier. Alter, ja, du hast kein Alkohol getrunken, du hast eine Labarababa getrunken. Was hast du hier für dein Kommunikationschakra? Hast du das verschluckt? Ich weiß Bescheid. Wenn ihr Bock habt, dass Cheng auch eure Hochzeit verfilmt, dann schreibt gerne Hashtag, was kann man schreiben? Tschüssikowski. Nein. Hashtag Cheng for President. Cheng, film my wedding. Yeah! Yes. Oder wenn ihr wollt, dass Cheng mir eines Tages einen Antrag macht, benutzt den Hashtag Los Cheng! Freunde, wenn wir hier 30.000 Kommentare hinkriegen dann und 40.000 Likes, dann stelle ich sofort den Heiratsantrag hier auf dem Bett noch. Ich habe den Ring schon vorbereitet. Oh, 30.000 Kommentare ist ja nicht machbar. Lass mal was Machbares machen. Lass mal sagen, ich weiß nicht mal, wie viele. Ja, ich glaube, ich lasse mit mir handeln. 10.000 Kommentare ist okay. Also, ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, denn wir haben noch viele weitere coole Sachen hier in Panama geplant. Wir werden Panama auseinandernehmen. Dann abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, teilt, zerfetzt die Kommentare und wir gehen jetzt schlafen. Haut rein. Bis dann. Adios. Sei positiv wie immer. Tschüssi, Kosti, schlaf gut. Tschüss.